Ihr seid auf dem Kanal von Turbo Operazzi und ich freue mich wirklich, dass ihr zuschaut. Nichts ist blöder, als wenn man sieht, dass kein Zugriff auf irgendein Video stattfand oder auf ganz viele nicht. Aber inzwischen kommt es so langsam in Fahrt, dafür danke ich euch. Ich habe jetzt mal rausgesucht Hand of Fate. Das habe ich für 1,99 inklusive aller Nebenkosten, also Mehrwertsteuer und PayPal, im Internet gekauft. Drauf kam ich, weil bei GOG Feld 2 für 7 Euro oder 7 Euro noch was günstiger war als Hand of Fate. Das soll da noch 11 Euro noch was kosten. Habe ich gedacht, das ist ja ein Ding. Ja, dann gucke ich mal und siehe da, 1,99. Allerdings ohne diesen DLC, aber Schiscoyeno, ne? Sagt der Schweizer. So, jetzt wollen wir mal gucken. Mann. Diese Kabellage. Aber machst du ohne, dann geht auch nicht. So. Ich habe einen Controller. So soll das auch mit Controller spielen. Komm, sit. You have passed. 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. Mm-hmm. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet, I say, turn back. Turn back. Ich würde erstmal die Options sehen wollen, anstatt back zu turn. So kann ich ja nichts anderes hier. Oder habe ich Optionen? Tatsächlich. Aber ich kann nicht. Einstellung, doch, da sind sie doch. Mann, bin ich denn. Wenn die Musik zu laut ist, dann stört sie mich. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, dass dann bei YouTube Urheberrechtsverletzung festgestellt wird. Hat keine Auswirkung auf das Konto. Aber mich stört das einfach. Also von daher hoffe ich, dass sie jetzt leise genug ist. Ne? Ne. Zurück. Grafik. Jawohl, V-Sync? Keine Ahnung. Vollbild, Qualität, bla bla bla, keine Ahnung, was alles ist. Aliasing, Sprache Deutsch. Voice-Over, mal gucken, was wir da einstellen können. Chinesisch. Oh, das ist Chinesisch, war ja, nee, ne? Okay. Fortschritt zurücksetzen. Allgemein, Spinne ein, Angriffssymbole rot-grün. Keine Ahnung, was das bedeutet. So. Steuerung. Wieso steht denn da Maus? Hm, da ist doch Gamepad aktiviert. Artefakt und Waffenfähigkeit. So, mit X greift man an. Ja, ich habe ja leider einen anderen Controller. Das wäre schön, wenn man das auch einstellen könnte. Ich habe eben gerade Feldziel Arbiters Mark gespielt. Da kann man das einstellen. Das finde ich ganz gut. Da gibt es nämlich auch die Symbole. Das muss man doch immer wieder gucken. Also ich zumindest. Ne? Hey, ich bin 66. Ich darf schon mal einmal mehr gucken. So, betäuben. A ist abrollen, Y ist Konter und X ist angreifen. Hm. Dann lassen wir mal die Vibration an. Fortfahren. Spiel. The game begins. Aha. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Let us see. Staubube. Here is the first member of my court. The Jack of Dust.
12 in all must fall before you may challenge me. Der Anführer der Räuber ist stärker und schneller als die meisten Räuber, die dir begegnen. Er kann in Rage geraten, so mächtige und unblockbare Angriffe aus. Außerdem stachelt er sein Gefolge dazu auf, bei jedem Treffer Gold zu stehlen. Aha, das ist der Bube. Weiter. Oder hätte ich irgendwas anderes machen sollen? Ja, so mische ich auch immer. Ja, boah. Na gut, das habe ich noch nicht so ganz drauf. Let the cards fall where they may. We begin. Wähle deine erste Karte. Ja, das ist schwer. Geht nur die beiden hier. Was ist denn jetzt hier Inventar? Nee, da will ich auch nicht. Da hoch kann ich nicht. You can always review your cards here. Aha, Inventar. Drücke während des Kampfes ausgerüstet. Waffen. Ist doch nicht schlecht. Rostige Axt. Handschuhe. Kein Gegenstand. Ich habe auch keinen, so wie es aussieht. Ausgerüstet. Also ich habe noch nichts weiter hier, ne? Zurück. Okay. Aha, jetzt geht's wieder. Die Mai. Fair Merith. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. Ja, und weiter? Drücke ich jetzt mal. Eines Tages begegnest du in einem schattigen Wald einer Elfenmaid. Sie hält an, um dich zu begrüßen. Ich bin Merris, Tochter des Waldvolkes. Mein Volk übt schon lange den Sterblichen dieses Reich. Nach welcher Gabe verlangt es dir? Bitte, ach, jetzt kann ich mich aufwerten, ne? Bitte um längeres Leben. Bitte um Vorräte, bitte um Gold. Ich glaube, längeres Leben ist erstmal gut, ne? Wie du wünschst, spricht Merris mit einem Wink ihrer Hand. Ein Licht scheint von deiner Haut. Der Geber zieht dir 2 Max-Gesundheitskarten. Aha. A little extra health, but it is only a momentary respite. Und noch eine? Nochmal das gleiche. I'm sure you are grateful for that. Ja, aber sowas von. Lebe wohl, Sterblicher. Wähle deine nächste Karte. Ne, jetzt können wir hochgehen. Kann aber nicht weiter. Dann nehme ich die jetzt. Leo! I was never a fan of illusion or pretense. Here I'll make an exception. Er macht eine Ausnahme. Dann mal gucken, was das jetzt ist. Wenn du dir in einem Wirtshaus das Abendessen schmecken lässt, setzt sich ein seltsamer alter Mann zu dir an den Tisch. Er tippt dir grob mit seinem Holzstock auf die Schulter, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Du siehst ihn an und erkennst, dass es ein Kobold ist, der nur unzulänglich als Mensch verkleidet ist. Dein schrumpeliges Gesicht grinst dich an, in seinen Augen blitzt Wahnsinn auf. Ich bin Herr Leo, wenn du mir gibst, was ich will, werde ich dir mit meinem selbst angefertigten Zauberstab deinen Herzenswunsch erfüllen, mein Junge. Ein paar Augenblicke gackert er haltlos, dann wartet er geduldig auf deine Antwort. Gib ihm das Brot von deinem Teller. Gib ihm 20 Gold. Frag ihn, was er braucht. Ja, fragen wir ihn nochmal. Ich will dir helfen. Dann klopft er mit seinem Stock auf den Boden und ein Schild materialisiert sich zu deinen Füßen. Bitte sehr, altes Haus. Er verzieht den Mund zu einem Lächeln, das all seine angeblichen Zahnstocher offenbart. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Wir sind uns doch noch nicht begegnet, oder?
Ziehe eine Ausrüstungskarte. Schild. Abwehre. Hat ein Schild, dieses kann der Held Geschosse abwehren und auf den Angreifer zurückwerfen. Hier ist ein perfektes Timing vonnöten, da die Geschosse schnell näher kommen. Drücke Y-Taste, um Geschosse abzuwehren. Achte auf das grüne Symbol über dem Kopf des Helden. Konter. Hat eine Waffe dieses Attribut, kann der Held die Angriffe seiner Gegner kontern. Achte auf die grünen Angriffssymbole über Gegnern und drücke zum Kontern Y-Taste. Weiter. Schilde bieten passive Schadensreduzierung. Drücke Y-Taste, um Geschosse abzuwehren. Gut. You can now reflect your opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. So. Oh, dann gehen wir doch erstmal ins Inventar jetzt und rüsten uns mal aus. Rüstung. Da, Schild. Ach, das hat er automatisch gemacht, oder was? Y ist... Here is all you have gained. Ach so, kann ich noch nicht, so wie es aussieht. Naja, wäre auch ein Ding jetzt gewesen. Zurück. So, nächste Karte wählen. Dann nehmen wir die. Zack. That first moment, that glinting weapon, the call to action, to adventure. Truly, there is nothing like it. Im Sonnenlicht siehst du eine Waffe glitzern, die neben einem Skelett am Boden der Schlucht liegt. Aha. Die Wände der Schlucht sind mit dicken Schlingpflanzen bewachsen, die man leicht herabklettern kann. Klettere nach unten. Oh, drei. Choose from these options. Dann nehmen wir die drei. Super. Nee. Oh dear. Das ist aber ein Ding, du. Schwert. Weiter. A moment to savor. That will make you much more effective. Das haben wir doch schon gehabt. Treppen. Once more, seeking the heart of it all. Du hast den Ausgang aus diesem Gebiet gefunden. Nimm die Treppen. Du lässt dich auch den nächsten Teil deines Abenteuers ein. You are on the final floor of our simple map. Your opponent waits here for you. Find him. Find him. If you defeat me, well, it is early to be talking about victories and losses. Let us see what you're made of. Weiter kann ich nicht. I'm sure it's not called Dead Man's Gorge without reason. Es ist warm, wir müssen viel trinken, ne? Während du die uralte Seilbrücke über die Totenschlucht überquerst, hörst du Bewegungen von unter der Brücke. Ein Hinterhalt! Zieh eine Monsterkarte! Staub. Passiert jetzt. Aha. You can now counter your opponent's attacks. Hit the counter button when you see the flashing indicator. Konter, muss ich erstmal gucken. Angreifen ist X. Machen wir erstmal weiter. Oh!
Ich bin überhaupt nicht tot. Keine Ahnung, was das jetzt alles bedeutet. Keine Ahnung, aber es geht voran. Da konnte ich ja gar nicht gewinnen. Was habe ich denn da jetzt gewonnen? Du gar nichts. And so the game takes another life. Do not worry, though. You may try again. I have nothing new for you. If this is too much trouble, perhaps try an earlier challenge. You might do better if you can unlock some more to work with. Keine Ahnung, ein Problem noch. You remember the Jack of Dust? He still awaits your challenge. Da kann ich gar nichts weitermachen, also muss ich die nehmen hier. It lives in every game. That initial moment where things begin. I have worked on these cards all my days, and the canyon has been there from the outset. Mhm. Aha, ich sehe eine Ausrüstungskarte. Axt. 25. Okay. Yeah. Really? Is that what you're going to do? Yeah. Oh, we're going to do, yes. Given how rarely one encounters the folk, you are fortunate indeed to meet Merith again. Or perhaps we are merely cycling around the wheel and dipping into the same memories time and time again. Das ist nur die Frage, wie kann ich die denn nehmen, ne? I'm starting to wonder if you're simply leaving this card in as a quick way to get your hands on a shield.
Schild. Head downwards, if you dare. Your journey is well begun. This is what Schnappe. I was looking for. You show some aptitude for the game. Perhaps this will not be as boring as I thought. Ich kann nur die nehmen. Horizon the Castle Flicker. Genau, weiter. Im schattigen Hain auf das entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Kesselflüge, geh zum Laden. Sei gegrüßt. Wir haben dir viel zu bieten. If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now have your answer. We're starting to get into the meat of the game now. The back and forth between resources and rewards. Mhm. Gegenstand kaufen, verkaufen? Ich hab keine Ahnung, kann ich das verkaufen? Gucken wir mal. Schild. Axt. Schild. Verkaufen wir die. Och, nee, lassen wir lieber. Gegenstand kaufen. Axt. Schaden 25 habe ich. Heilende Haube. Habe ich nicht die Kohle. Ja, toll. Damokles. Rechter Bumper. Helm des Entdeckers. Ich kann überhaupt nichts kaufen. Leco Mio. Kann ich jetzt in mein Inventar gehen? Ja. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn alles hier? Waffen. Rüstung. Schilde. Und der Rest ist irgendwo anders. Rot. Gold, Ration, Gesundheit. Gold 10, Ration 15. Wo sind die anderen Schilde? Ihr Hoshis. Segen und Flüche. Schmuck, Artefakte, Handschuhe. Ich verkaufe das jetzt. Mal gucken, was das wert hier. Axt, verkaufen, verkaufen, Schild, verkaufen, gut, kaufen, Axt, kann ich alles noch nicht kaufen, dann klein ich an die Dings, ne? Ja. What did you think would happen with a card called Ambush, eh? Zwei Staub. Ach du Scheiße, schon wieder. Jetzt muss ich mal was ausprobieren hier. Oh,
Mal da nicht weg. Nee, da kommt man nicht weg. Keine Ahnung, was ich jetzt machen kann. Ah, damit bin ich die Kleine Haut. Ah, mit dem Quadrat, also. Ich habe aber die falsche Taste gedrückt. Oh, super. Schleiche dich an. Wie sieht der drei Gewinnkarten? Waffenkammer. Ausrüstung. Aha. Helm des Entdeckers. A small aid to navigation, but still. Aha. Ambush. Hardly fair, is it? So, muss ich mal gucken, habe ich jetzt, jetzt kann ich nicht. Schade. Aber kein Schild mehr. Ja, Strom. Der vibriert ja nur. Weiter. 20 ausrüsten, ja. Staubube. You have reached my first champion. A good man, driven to madness by a war that took all from him, wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. Na, dann sind wir mal gespannt. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Aha, schaltet dieses Zeichen weitere. Oh, 4. Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Get out of the way or stop them with your own counter. Habe ich geschafft. Oh. Ob der Daumen geht.
down what? Into the worms with him. Perhaps there is peace for him in the grave, poor soul. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories, and your resolve. Few fall at the first hurdle. None reach the last. We have wagered, and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. As you improve, so do I. Balance must be retained. Aktivieren, was auch immer ich jetzt aktivieren. Als Belohnung und ein Sieg erhältst du diese neuen Karten. Aufdecken. Aufdecken. Teufelswahl, Fluss. Hauptmann der Wache, Knochenbube. Mittlere Rüstung. Ketten der Raserei. Söldnervertrag. Mittlere Rüstung. Atem der Standhaftigkeit und verzweifelte Mittel. Karten hinzufügen. Aktivieren. Aufdecken. Räuberangriff. Shall we deal again? Also, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Wir können hier anscheinend nicht speichern, aber beenden. Das werde ich jetzt tun, weil von Tutorial ist hier ja nichts zu sehen. Man muss alles selber rausfinden. Naja gut, Controller-Taste drücken, das haben sie gesagt. Und dann, wenn man nicht ganz so beschränkt ist wie ich, also wenn man falsche Taste drückt, dann kann man da noch schneller durchhuschen. Okay, ich danke fürs Zuschauen, wenn euch das gefallen hat. Ja, vielleicht hilft euch das ja bei der Auswahl, ob ihr euch dieses Spiel zulegt oder nicht. Dann freue ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo natürlich erst recht. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.